Rapunzel mit einer Kurzhaarfrisur. Fühle mich wie eine Zeichentrickfigur ohne Kontur. Ich fühle mich wie Schneewittchen mit einer Apfelallergie. Und darum teste ich den mir gebotenen Apfel auch nie. Und falle nicht ins Koma und werde nicht vermisst. Es kommt kein Prinz vorbei, der mich küsst. Ich fühle mich wie Dornröschen. Als ich einschlief, war ich noch scharf. Doch was ich leider nicht wusste, ich alterte im Schlaf. Und so kam kein Prinz vorbei, keiner küsste mich frei. Und so bleib ich alleine in meiner Märchenwelt. In meiner Märchenwelt. Doch wenn der bürgerliche Prinz auf seinem weißen Rappen reitet, wird er jeden Schritt von 13 weißen Raben begleitet, die ein Liedchen trällern schön wie eine Nachtigallmusik. Wenn sich der bürgerliche Prinz auf seinem weißen Rappen nähert und der größte seiner Raben zur Begrüßung freundlich wird, dreh ich mich weg und heimlich flüstere ich einen Schrei. Und der Prinz reitet vorbei in meiner Märchenwelt, in meiner Märchenwelt. Ich fühle mich wie die Hexe, die mit Sprachfehler spricht. Und darum gelingen mir als Hexe meine Hexensprüche nicht. Ich fühle mich wie ein Zauberbann, der sich nur selber brechen kann. Und so bleib ich, so bleib ich, so bleib ich. Ich breche nicht, so bleib ich alleine in meiner Märchenwelt. Allein in meiner Märchenwelt. Doch wenn der bürgerliche Prinz auf seinem weißen Rappen reitet, wird er jeden Schritt von 13 weißen Raben begleitet, die ein Liedchen trällern schön wie eine Nachtigallmusik. Wenn sich der bürgerliche Prinz auf seinem weißen Rappen nähert und der größte seiner Raben zur Begrüßung freundlich wird, ja, dann schau ich auf den Boden und es fällt mir schwer. Doch ich laufe hinterher aus meiner Märchenwelt hinaus, aus meiner Märchenwelt. Doch da der Prinz ein Pferd hat, ist er viel schneller. Ja, weil der Prinz ein Pferd hat, reitet er davon.